So, für den Aufbau von der Y-Achse, also beziehungsweise von der Laufkatze oder von dem Verfahrteil von der Y-Achse, werde ich jetzt das Teil hier rausschneiden, das Teil, die zwei Teile, das Teil und die vier. Und dann wieder entgraten, zusammenstecken und schweißen. So, für die Blechteile oder bei den Blechteilen für diese Laufkatze oder für den Verfahrwagen von der kurzen Achse gibt es jetzt wieder ein bisschen was zu bohren und Gewinde schneiden. Und zwar haben wir hier einmal das Oberteil. Da wird hier der Motor befestigt. Das heißt, da kommen wieder M6 Gewinde in diese vier Schrauben rein. Dann kommen noch hier Gewinde. Da kommen nämlich dann Wellenhalter her. Da muss ich gleich nochmal gucken, was das für welche sind. Aber ich glaube auch M6, aber schaue ich nochmal nach. Die beiden Löcher sind einfach optional. Da kann man vielleicht noch einen Kabelhalter dann hinschrauben. Dann die Vorderseite von der Platte, an der dann die Z-Achse montiert wird. Das ist die hier. Da muss man jetzt wieder die inneren vier Löcher senken, weil da kommen dann wieder auf die Rückseite diese Lineallager oder Laufblöcke oder wie auch immer. Und wenn man jetzt hier vorne eben dann die Z-Achse hinschraubt, die ist circa so breit, das heißt, liegt hier plan auf, da müssen die Löcher wieder gesenkt werden und mit Senkschrauben eben dann diese Linearblöcke angeschraubt. Bei den äußeren, da müsste ich es ausgehen, da glaube ich, überdeckt sich das nicht. Genau, das heißt, ich werde jetzt mal anfangen mit Löcher bohren und senken und Gewinde schneiden. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, beziehungsweise die Komponenten geholt. Also diese Wellenhalter, da wird einmal der hier auf die Unterseite dann geschraubt von der Platte und das ist M6, also ein 6er Loch. Das heißt, hier kommen M6 Gewinde rein oder Löcher und mit einer Mutter kontern. Muss ich nochmal nachgucken. Und die Teile sind dann unterhalb und halten auch die Welle und es sind 5er Löcher und das heißt, da kommen dann in die Löcher hier auch dann wieder Gewinde oder durchbohren auf M5 und mit einer Mutter kontern. Genau. Ach ja, und die Löcher hier, an denen wird ja dann die Z-Achse montiert. Das sind ja hinten in der Z-Achse schon diese Nutensteine drin. Ich glaube, dass das M4 ist. Also da 4 mm aufbohren, aber das muss ich auch nochmal nachgucken. Okay, ich habe jetzt die Teile schon mal entgratet, mit der Feile ein bisschen nachgearbeitet. Und das Ganze jetzt mal hier reingesteckt. Das kommt auf die Unterseite von dieser Platte. Also die Unterseite schaut jetzt nach oben. Und das sind dann quasi diese Halter für diese Wellenböcke oder Wellenhalter. Da habe ich jetzt kein Gewinde reingeschnitten. Da habe ich einfach aufgebohrt auf die Größe. Und das werde ich dann mit einer Schraube und einer Mutter befestigen auf beiden Seiten. Hier für den Motor habe ich M6 Gewinde reingeschnitten. Und hier auch M6 Gewinde, da kommen dann auf die Oberseite diese Wellenhalter. Also jetzt auf die andere Seite. Und dann der hier, dann kommt die Welle dazwischen, dann so eine Laufrolle. Genau, das werde ich jetzt noch ausrichten und im gesteckten Zustand dann hier schweißen. Okay, ich habe jetzt schon mal an dieser mittleren Platte unten diese Halter angepunktet
für die Umlenkrollen. Und die beiden äußeren Platten hier, die habe ich jetzt nur mal an diesen Zapfen da gesteckt und unten schon mal an die Lineallager angeschraubt. Oben habe ich es jetzt nur mit so einer Klemme mal zusammengehalten und ich werde es jetzt hier noch grob ausrichten und dann punkten. Also es ist noch nicht ganz im Winkel, ich muss es leicht in die Richtung, also nach links drücken. Wenn man das sieht, es hat noch leicht Bewegung. Und wenn ich es leicht drücke, dann ist es im Winkel. Und dann werde ich es jetzt hier punkten, wieder runterschrauben und ausschweißen. Gut, ich habe das Teil jetzt hier wieder runter gemacht von der Achse und ausgepunktet. Also ich wollte auch wieder nicht zu viel schweißen. Schaut auch dementsprechend toll aus. Ich habe halt immer so punktweise versetzt geschweißt. Ja, es hat es trotzdem ein bisschen verzogen. Die beiden Bleche sind ein bisschen nach innen gegangen. Aber die kann man, ich habe schon probiert, die kann man relativ leicht ein bisschen auseinander drücken. Hier hinten habe ich jetzt den Halter fürs Kabelschlepp für die kurze Achse auch schon angepunktet. Das kommt jetzt auch eben darauf an, auf welcher Seite, dass man das Kabelschlepp von der kurzen Achse montiert. Ich werde das auch wieder links befestigen. Das heißt, das Teil auch so montieren, dass die Löcher quasi, also nach links da nicht überschauen. Gut, ich werde jetzt da unten dann noch die diese Halter für die Umlenkrolle montieren, oben den Motor und dann das Ganze wieder auf der Achse befestigen. So, ich habe das jetzt mal hier wieder festgeschraubt und jetzt fehlt noch der Motor, die Umlenkrollen, die Schleppkette und dann ist es schon fast fertig. Das Kabelschlepp für die kurze Achse ist jetzt auch montiert. Also einmal hier an der Platte und hinten dann eben an dieser Platte. Und die Achsstopper hier hinten habe ich jetzt auch schon mal befestigt, die im ersten oder zweiten, wo ich im ersten oder zweiten Video gezeigt habe. Okay, dann Motor und Rest. Ach ja, die Endschalter wollte ich noch schnell zeigen. Die werden hier montiert und ja, sind die gleichen wie auf der langen Achse und an der Z-Achse. Aber die werde ich erst montieren, wenn die Z-Achse angeschraubt ist, dass ich noch an die zwei Löcher rankomme. Und dass ich auch unten besser noch rankomme, wenn ich die Rollen montiere. So, ich habe jetzt schon mal den Motor montiert, die Rollen hier unten und den Riemen schon mal auf einer Seite geklemmt. Da ist einfach hier so eine Klemmplatte wieder, auf der anderen Seite dann so eine Gegenplatte. Ich habe noch den Hinweis bekommen, dass ich die Taper-Spannbuchsen mit der Laufrolle unten, also wie auch bei dem Motor hier hinten, dass ich die falsch montiert habe. Und das stimmt auch. Da kommen nämlich zwei Madenschrauben rein. Und zwar in diese Löcher hier. Also die Buchse kommt quasi noch gedreht. Genau, da hatte ich den Hinweis bekommen, dass die dann nur so klemmen. Und ich glaube, das stimmt auch. Die werden wesentlich fester, wenn man die beiden Löcher verwendet mit zwei Madenschrauben.
Gut, ich werde jetzt auf der anderen Seite hier noch die Klemmvorrichtung anschweißen. Und also die Spannvorrichtung. Und dann den Riemen noch fertig montieren und mal ein bisschen vorspannen. Ach ja, wegen der Riemenlänge. Ich habe ja insgesamt 15 Meter Riemen bestellt. Das waren dann bisschen was über 15 Meter, was ich bekommen habe. Also irgendwie 15 Meter und 30 Zentimeter oder so. Und mir sind jetzt ziemlich genau 4 Meter überblieben. Also ich habe jetzt den schon gekürzt. Auf die richtige Länge. Und von diesen 15 Meter sind ungefähr 4 Meter übrig geblieben. Aber die konnte man immer nur in 5er Schritten bestellen. Also habe ich eben die 15 Meter bestellt. Okay. Der Riemen ist jetzt auch montiert. Also hier eben mit der Klemmplatte gespannt. Da läuft um die Rollen. Die Zahnriemenrolle am Motor habe ich jetzt noch nicht festgezogen, dass ich jetzt im Aufbau das Ding noch problemlos bewegen kann. Und da hinten eben wieder die Klemmplatte mit diesem Riemenspanner. Okay, als nächstes kommt die Abdeckung für die lange und kurze Achse. Da ist eben dieses 2 mm Blech. Und da werde ich jetzt die Abdeckungen raustrennen, entgraten. Und dann eben auf der kurzen Achse und auf der langen Achse montieren. Auf der langen Achse habe ich ja die Gewinde reingeschnitten oben. Und auf der kurzen Achse habe ich jetzt oben kein Gewinde reingeschnitten. Da habe ich mir gedacht, kommt man von unten noch mit einer Mutter hin. Aber das, glaube ich, funktioniert nicht. Man kann aber auch eine lange Schraube nehmen und dann einfach ganz unten mit einer Mutter kontern. Da muss ich mal schauen, wie ich es mache. Vielleicht schneide ich auch noch Gewinde rein, ich weiß noch nicht. Ich habe das Blech jetzt hier schon mal draufgelegt. Und da sieht es hier ziemlich knapp ausgeht, muss man jetzt unter dieses Abdeckblech, unter die Löcher, also da wo die Schrauben reinkommen, noch eine Beilagscheibe, eine dicke überall mit reinlegen, dass einfach hier der Abstand erhöht ist. Das Abdeckblech ist jetzt drauf. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich in das Rohr oben Gewinde reingeschnitten habe. Das war einfacher, weil ich jetzt auch nicht so lange Schrauben hatte, die bis unten durchgehen, dass ich es unten konnte. Und hier sieht man jetzt auch mal dann die Beilagscheiben, dass eben der Abstand da zwischen dem Laufblock und dem Abdeckblech passt. Genau, die äußersten, ja, das zum Gewindeschneiden möchte ich jetzt nicht hinkommen. Da habe ich jetzt noch keine reingemacht. Ich werde das Ganze eh wieder alles zerlegen müssen, wenn es dann lackiert wird. Da schneide ich dann die Gewinde noch rein, wenn es zerlegt ist. An den langen Achsen sind jetzt auch die Abdeckungen montiert. Auch wieder mit einer Beilagscheibe drunter, mit einer bisschen dickeren, dass der Abstand hier eben auch passt. Genau, wie gesagt, bei den oberen habe ich Gewinde auch reingemacht und die Löcher in den Blechern aufbohrt auf 5 mm und M5 Gewinde in das Quadratrohr geschnitten. Ja, soweit wäre die kurze Achse eigentlich fertig. Also noch Riemen spannen und so weiter. Die Z-Achse werde ich jetzt auch schon mal mit drauf montieren. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier hinten so kleine Gewindestifte einfach in diese Nutensteine reingeschraubt habe. Und dann stecke ich die einfach hier drauf und schraube sie auf der anderen Seite dagegen. Also man könnte auch hier einfach Schrauben mit der passenden Länge durchstecken. Dann ist es halt ziemlich gefriemelt, dass man dann diese Nutensteine in die richtige Position bekommt. Aber wäre auch machbar. Aber ich werde es jetzt mal so machen. Die sind jetzt allerdings noch zu lang. Ich schraube es jetzt trotzdem mal drauf. Da ich jetzt die Endschalter eh noch nicht drauf habe, macht es nichts, wenn es hier hinten ein bisschen raussteht. Aber die muss ich später dann auch noch auf die richtige Länge kürzen. So, die Z-Achse ist jetzt auch montiert. Den Endschalter habe ich auch wieder
hingemacht. Da fehlt noch der untere, aber ich habe momentan noch zu wenig Endschalter, da muss ich noch welche nachbestellen. Deswegen habe ich jetzt auch hier unten noch keinen befestigt und auch hier unten noch keinen befestigt. Ich habe jetzt noch genau einen da, den werde ich jetzt noch hier drauf schrauben, dass wenn ich dann später die Elektronik und Ansteuerung in Angriff nehme, zumindest am Anfang jeder Achse ein Endschalter ist, dass man in Grundstellung fahren kann. Also quasi Z ganz nach oben, dann die Y oder X, wie auch immer, ganz nach links rüber und das ganze Portal eben ganz nach hinten. Hinten ist an beiden Seiten ein Endschalter dran. Genau, bei der Montage, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Gefrickel, die hier zu befestigen, die muss ich auch noch kürzen. Und unten genauso. Aber es geht. Und so oft schraubt man es auch nicht runter. Man kann das jetzt auch hier die Schrauben wieder lockern und dann die ganze Achse hoch oder runter schieben, wenn man mal irgendwie was Höheres schneiden will, irgendwie ein Rohr. Also ein Quadratrohr oder sowas oder ein Rechteckrohr. Und ich habe es jetzt schon mal grob auf die Höhe, dass man eben einfache Bleche dann schneiden kann. Hier sieht man jetzt nochmal das Ganze, wenn der Endschalter montiert ist. Also wenn man die Achse rüberfährt, dann da kann man dann auch noch hier über die langen Löcher eben dann ja den Abstand oder die Stoppposition einstellen.